Herzlich willkommen bei diesem Geburtshoroskop-Analyse nach indischen Astrologie. Die indischen Astrologen berechnen die Horoskopen anders. Sie berücksichtigen nämlich, dass unsere Sonne auch eine gewisse Bewegung hat. Das nennt man Präzession. Das wird berücksichtigt. Und weil das eine andere Berechnung ist, ist auch ein anderes Ergebnis. Also nicht wundern, wenn ich erzähle, wo Sonne, Mond, Aszendent und die Planeten sich befinden. Anderes ist alles in ein westlichen Horoskop. Liebe Damasia, ich grüße dich. Das ist dein Horoskop-Analyse Teil 2. In Teil 1 habe ich erklärt, was ist überhaupt ein Geburtshoroskop und was bedeuten die einzelnen Lebensbereiche. Und jetzt geht um das Wesentliche, nämlich dein Geburtshoroskop. In diesem Augenblick, wo du geboren bist, wann du geboren bist, ist die Tierkreiszeichen Skorpion in Osthorizont aufgestiegen wie ein Sonnenaufgang. Das war die erste kosmische Energie, die dich begrüßt hat im Erdenleben. Man könnte sagen, du bist ein Kind davon und das begleitet dich bis zu deinem Lebensende und beeinflusst dein Aussehen, deine Persönlichkeit, dein Auftreten und so bist du auch wahrgenommen. Und das ist sehr geheimnisvoll und Scorpio Aszendent zeigt auch erotische Ausstrahlung. Hier handelt es sich um ein Wasserelement und du nimmst das Welt auch mit Gefühlen wahr, aber andere nehmen deinen Gefühlen aber auch wahr, dass du gefühlsvoll bist. Aber viele können sie dich nicht einordnen, einschätzen und das macht dich so geheimnisvoll. Aus der Praxis habe ich festgestellt, dass viele Menschen erzählen mir, die Skorpion Aszendent haben, das ist nämlich dein Aszendent oder dein Lagna, dass sie erleben oft, dass andere Menschen ihren Geheimnissen an sie vertrauen. Die Tierkreiszeichen Skorpion befindet sich die Kundalini-Energie, beziehungsweise diese Kundalini-Energie haben wir alle. Das hat direkt mit dem Tierkreiszeichen nichts zu tun und doch, ich ordne das zum Skorpion, weil die Tierkreiszeichen Skorpion zeigt diese Wandlung, diese Transformation, diese Erneuerungsprozesse und hier haben wir mit Gefühlen was zu tun. Und diese Kundalini-Energie zeigt sich wie zwei Schlangen. Das ist Schlangenenergie. Und es gibt zwei davon. Die eine Schlange zieht die Energie nach unten, weil das sind die negativen Gefühle. Die andere Schlange ist die Heilung und die Energie steigt nach oben und verkörpert die positiven Gefühle. Die eine mit dem anderen hat überhaupt nichts zu tun. Das ist zwei grundverschiedenen Systeme. Positive Gefühle sind Dankbarkeit, Hingabe, Begeisterung, Fürsorglichkeit, Zärtlichkeit und Liebe. Diese Kraft ist schöpferisch und hat eine Quelle und das ist Gott. Und die negativen Gefühle sind Angst, Zweifel, Schuldgefühl, Neid, Eifersucht, Wut, Aggression und Hass. Es sind die negativen Gefühle und kommt nicht von Gott. Trotzdem kennen wir das auch. Und damit öffnen wir Pandoras Büchse, weil wir das zulassen, weil Angst kennen wir alle.
Zweifel haben wir auch alle, Schuldgefühl haben wir auch alle, wütend sind wir auch, dann kommt manchmal eine Eifersucht dazu. Die allerschlimmste Gefühl ist Neid und Hass, weil das ist zerstörerisch, eine zerstörerische Energie. Die anderen wie Angst, Zweifel ist nicht zerstörerisch, aber blockiert. Blockiert und die Gefahr ist, dass wir öffnen diese Tor, wir öffnen Pandoras Büchse und die trojanischen Pferde, die Einflüsse von außen, kann jederzeit kommen. Und aus diesem Grund ist es so wichtig, auf unseren Gefühlen achten und sagen, wir verabschieden von negativen Gefühlen und befreien wir uns von Ängsten und übergehen wir auf die positiven Gefühle. Und diese Transformation ist Skorpion. Das ist Pluto-Energie. Und das ist Macht. Und Pluto hat einen wichtigen Satz für uns zum Sagen. Alles oder nichts. Und wie verabschieden wir uns von Angst? Wir haben zwei Möglichkeiten. Entweder mit Humor und sagen, guten Morgen, liebe Angst, schön, dass du wieder da bist. Aber ich kann ohne dich auch. Und tschüss, Türe zu. So einfach ist es. So einfach ist es. Obwohl das Gefühl meldet sich immer wieder. Und dann übergehen wir auf den positiven Gefühlen und umdenken, denken an etwas Schönes. Die Natur bewundern oder einen schönen Film anschauen oder ein tolles Buch lesen oder die Liebe genießen oder mal spazieren gehen und wirklich die Neuigkeiten, die Natur bewundern. Es sind so viele Möglichkeiten, in anderen Richtung orientieren, umdenken, dann kommen wir zum anderen Gedanken und damit löst sich die Angst aus. Und das ist das Geheimnis hier in Skorpion und das gehört zu deiner Persönlichkeit. Wenn du diese Wandlung meistern kannst, dann lebst deine Persönlichkeit und damit kannst du anderen Menschen auch helfen. Der zweite Lebensbereich hat mit Werten was zu tun und mit Besitz auch natürlich. Werte, Wertschätzung und Selbstwertgefühl. Und das hängt mit Finanzen zusammen. Energetisch ist eine Verbindung da. Wenn jemand sagt, ich bin es nicht wert, ich habe das nicht verdient, dann hat immer weniger Geld. Dann kommen auch die Gefühle auch noch dazu. Schuldgefühl erzeugt Schulden, Verlustangst führt dazu, dass etwas verloren geht, manchmal das Geld. Also wichtig auf die Gefühle, aber auch achten. Und die Selbstwertschätzung und das Verlangen von anderen, aber nicht nur das, sondern Wertschätzung, aber auch geben anderen gegenüber, ist auch wichtig. Vorausgesetzt ist, sie haben das verdient. Und hier sind auch die Finanzen. Und in diesem Lebensbereich hast du die Schütze. Die Schütze ist voller Begeisterung, weil das ist Feuer, Feuerelement. Und aus lauter Begeisterung neigst du dazu mal Geld ausgeben. Die Schütze braucht Orientierung. Es ist nicht nur die Geldausgabe, sondern auch Geldeinnahme. Und das sind Richtungen für dich, was die Schütze hier zeigt. Ausland, Auslandskontakte, Geschäfte im Ausland oder Fremdsprache. Aber wichtig ist für dich die Orientierung, weil das zeigt, dieser Pfeil der Schütze zeigt die Zentrum unserer Galaxie, der Milchstraße und da sind unsere Bedürfnisse und Wünsche. Und es ist wichtig, danach leben.
Und das heißt nicht, dass wir alle Wünsche zur Erfüllung bekommen, aber auf die konzentrieren, was für uns wirklich wertvoll ist. Und das ist nicht immer die Materie, sondern auch die geistigen Reichtum, unseren Wünschen, Bedürfnisse, Leben. Wenn du hier Orientierung hast und in die Richtung konzentrierst und hast du die Selbstwertgefühl, dann verbessert sich auch die Finanzen. Im dritten Lebensbereich sind die Erinnerungen an die Schulzeit, Kindheit, Schulzeit und zeigt, wie haben wir das erlebt. In die Schule war das leicht, haben wir alles leicht verstanden oder waren es Schwierigkeiten? Wie könnten wir uns durchsetzen, Geschwistern oder anderen Kindern gegenüber? Und das sind diese Erinnerungen, was uns begleiten und das zieht sich wie roter Faden in unserem Leben und das spiegelt später auch in der beruflichen Umfeld. Weil da sind wir auch mal Konkurrenzen und da müssen wir auch uns behaupten. Und wenn jemand das in Kindheit gelernt hat, dann tut sich viel leichter im Erwachsenenalter. Und hier sind auch Austausch, Wissen vermitteln, Wissen aneignen, Informationen bekommen, vermitteln. All das gehört zu diesem Lebensbereich. Und hier hast du die Tierkreiszeichen Steinbock. Die Tierkreiszeichen Steinbock ist was Spezielles, weil das wirkt ganz anders in früheren Jahren als später, im Erwachsenenalter, im zweiten Lebenshälfte. Und es ist schon die Saturn-Energie, weil Saturn herrscht über die Tierkreiszeichen Steinbock und Saturn schränkt uns ganz schön ein. Und es ist natürlich in Kindheit, Jugend, in dieser Schulzeit nicht einfach. Da sind Einschränkungen, auch Strenge, es ist alles so schwierig. Und so hast du das auch erlebt, diese Schwierigkeiten und Einschränkungen. Entweder war alles zu streng und mühsam in die Schulzeit oder hast du diese Einschränkungen auch bei Geschwistern und auch von anderen Kindern auch gespürt. Der Gute daran ist, das hat dich gestärkt. Und in zweiten Lebenshälfte kann nichts passieren, weil du hast es befestigt und du kannst dich behaupten im beruflichen Umfeld. Haut dich nicht um. Und das ist das Gute daran und Saturn wirkt dann auch sehr vorteilhaft, weil Saturn möchte etwas befestigen und schützt uns auch und gibt diese Stärke. Im vierten Lebensbereich, das ist der tiefste Punkt des Horoskopes und das vergleiche ich immer mit einem Baum und das würde bedeuten, das ist die Wurzel des Baumes und tatsächlich so fühlt sich das auch an. Hier sind wir verwurzelt, verankert, das sind unsere Vorfahren, unserem Ahnen, die Traditionen, die Herkunft, die Basis, die Fundament und unserem Zuhause. Was gibt dir diese Halt im Leben? Hier hast du die Tierkreiszeichen Wassermann. Die Tierkreiszeichen Wassermann gehört zum Luftelement. Und das soll die Basis sein, die Halt im Leben. Das ist Luft. Und doch daran liegt deine Stärke und das ist dein Ideenreichtum. Und auf das kannst du bauen und auch die Leichtigkeit. Die Luftelement vermittelt Leichtigkeit, auch die Begabung, viele Dinge loslassen in unserem Leben, endlich aufatmen und ein gewisser Freiraum, das was dich hier unterstützt. Und noch etwas. Schau mal die Tierkreiszeichen Schütze an. Die Schütze ist von vielen Dingen begeistert und ist in diesem Abenteuerreise, hat eine optimistische Haltung und denkt, oh, da muss noch was Besseres da sein.
Und die Schütze braucht Orientierung, sonst entsteht ein Chaos, wenn man da nicht, wenn man die Orientierung verliert. Das muss man auch dazu sagen. Aber hier beginnt die Begeisterung, hier beginnt die Bewegung, die Suche nach etwas. Unsere Wünsche eigentlich. Bei Tierkreis zeigt ein Steinbock bei diesem Erdeelement manifestiert sich das alles. Aber die Steinbock weiß, sie bekommen das nicht Geschenk von Leben, sondern sie müssen das erarbeiten. Aber die Steinbock hat schon die Orientierung. Und die Steinbock hat auch die Geduld und auch die Ausdauer und gibt nicht auf. Gibt nicht auf. Und die Steinbock hat diese Kraft, ihre Wünsche leben als Zielsetzung und ihren Zielen verfolgen und sie erreichen das auch. Aber das ist manchmal mühsam. Dann erreichen sie die Spitze des Berges. Das sind die Ziele. Und die Wassermann sagt dazu, für was soll ich mich anstrengen? Ich bin schon oben. Und so betrachte ich die ganze Welt. Ich bin oben angekommen an die Spitze des Berges. Weil ich bin so geboren. Ich muss dazu nichts tun. Das ist mein Geburtsrecht. Das ist mein Privileg. Und von oben hat man einen Weitblick. Und dieser Weitblick und dieser Ideenreichtum, das gibt dir die Basis. Außerdem, die Wassermann fühlt sich außergewöhnlich und einzigartig. Und das ist die Uranus-Energie, weil Uranus herrscht über die Tierkreiszeichen Wassermann. Aber Saturn auch hat zwei Herrscher, aber das ist die Uranus-Energie. Und das gibt dir halt das Leben, wenn du dich einzigartig fühlst, wenn du dich außergewöhnlich fühlst. Und diese Einzigartigkeit und diese außergewöhnliche Kontakte, Begegnungen wirkt aber auch auf deine Wohnsituation, weil hier im vierten Lebensbereich zeigt sich unserem Zuhause, deine Wohnsituation. Und Wassermann liebt das helle, luftige, große Räume, braucht man Freiraum und liebt auch das Moderne. Und so könnte ich dein Haus oder deine Wohnung auch vorstellen. Die fünfte Lebensbereich sind die Kinder. Und das zeigt unseren eigenen Kindern, später Enkelkinder, aber zeigt auch das innere Kind oder die Erinnerungen an die Kindheit. Und von Kindern sollen wir etwas Wichtiges lernen. Spielen. Damit wir das Leben nicht verspielen. Wir brauchen bei manchen Dingen dieses Spielerische, diese Leichtigkeit. Und das ist Lebensenergie, das bewirkt Lebensfreude. Und das zeigt sich hier, diese zwei Liebespaar hier, Lebensfreude zu haben. Außerdem die Kreativität, das Leben gestalten. Oder manchmal genügt den Tag schöpferisch gestalten. Das ist auch diese schöpferische Kraft. Und hier hast du die Tierkreiszeichen Fischen. Und das hat mit Kunst und Kreativität schon was zu tun. Und da kannst du deine Träume verwirklichen. Aber achte auf etwas. Die Tierkreiszeichen Fische gehört auch zum Wasserelement. Und Wasserelement hat immer mit unseren Gefühlen was zu tun. Und in diesem Sternbild sind es zwei Fische. Und die schwimmen in diesem Wasser, schwimmen in die Gefühlen. Und die eine Fisch in eine Richtung, und das ist Angst, Zweifel, Unsicherheit, Selbstmitleid und alle leiden mit. Und es gibt viele Fischengeborenen, die genießen das auch sogar, endlich mal Aufmerksamkeit zu bekommen. Aber eins merken sie nicht, mit Angst geht nichts voran, weil das blockiert. Und dann führt dazu,
dass man Depressionen bekommt oder Alkohol, Drogen spielen eine Rolle, weil die können das Leben nicht mehr meistern. Das ist dann die Endstation. Und ich habe das ein bisschen übertrieben, aber das ist die eine Richtung und kann sogar so weit gehen, dass es wirklich passiert ist. Und die andere Richtung und das, was ich betonen möchte, das ist Neptun-Energie. Das ist ein Traum. Dieser Traum leben, das zu verwirklichen, eine Vision zu haben, eine Vorstellung, was du alles erreichen möchtest, beruflich, finanziell, familiär oder in die Liebepartnerschaft. Da hast du die Orientierung, da hast du die Bilder dazu. Und wenn du das glaubst, wenn du das vorstellen kannst, wenn du das auch vertraust, und dann kannst du es loslassen und immer noch im Vertrauen bleiben und geschehen lassen, dann kommt es genau so, weil dann wird dieser Traum wahr. Und das ist deine schöpferische Kraft, das ist deine schöpferische Energie. Und weil in Tierkreiszeichen Fischen Jupiter und Neptun herrscht, das heißt, das bringt dir auch Glück, das vergrößert dich auch und die Neptun-Energie ist kreativ, da lässt zu, unserem Träumen zum Leben. Und weil es so kreativ ist, das ist auch Inspiration, der Planet, der Künstler. Und das hast du, diese Begabung. Im sechsten Lebensbereich ist die Arbeit und Alltag und Gesundheit. Und das hängt auch zusammen, weil wir können arbeiten, nur wenn wir gesund sind. Und hier hast du die Widder. Und das kann bedeuten, dass dich viele Dinge begeistert. Aber die Ausdauer fehlt, oft bei der Arbeit. Kann auch bedeuten, dass es öfters mal Wechsel kommt im beruflichen Umfeld, dass da Veränderungen sind. Aber du hast den Mut und die Kraft, immer wieder mal von vorne anfangen. Und mit dieser Widder-Energie ist es sogar möglich, dass du deine Selbstständigkeit startest. Ich mach's. Widder bedeutet ich. Ich bin, ich kann, ich mach. Und das kannst du im Beruflichen natürlich umsetzen. Jetzt schau mal an, die Tierkreiszeichen Skorpion ist dein Aszendent. Und das bedeutet, in dem Augenblick, wo du geboren bist, in diesem Moment, ist die Tierkreiszeichen Skorpion in Osthorizont aufgestiegen wie ein Sonnenaufgang. Das ist dein Aszendent. Das ist dein Geburtsmoment. Im selben Moment geht die Tierkreiszeichen Stier in Westhorizont unten, wie ein Sonnenuntergang. Aber im Geburtsmoment siehst du noch das, die Westhorizont, weil das ist im Gleichgewicht, wie die Waage, und Waage symbolisiert Partnerschaft. Und hier siehst du etwas in diesem Spiegel. Das ist der Spiegelblick, die Partnerschaft. Und hier ist die Stier und öffnet die Tür zur Partnerschaft. Und im Geburtsmoment sehen wir das auch. Und diese Erinnerungen haben wir noch bis etwa dritte Lebensjahr. Und dann ist das im Unbewussten. Das ist auch wie Sonnenuntergang, das geht nach unten. Und die untere Teil des Horoskopes symbolisiert das Unbewusste, die obere Teil das Bewusste. Stier bedeutet, die Liebepartnerschaft, das ist so deine Vorstellung oder der Partner bietet dir das auch an, die Ruhe, die Gemütlichkeit, das Schöne, das Gemütliche und auch die Finanzen, die finanzielle Unterstützung. Achte Lebensbereich heißt der Tod. Und das hat wirklich mit Todesfall auch was zu tun oder erbschaftlicher Situation. Oft auch mit Geld, weil das spiegelt die zweite Lebensbereich, wo das Geld liegt. Im achten Lebensbereich sind mehr die Investitionen, Spekulationen oder Banken, Finanzamt. Diese Ämter, wo auch mit Geld was zu tun hat oder Erbschaft. Oder das Geld von Partner gehört auch hierher. Aber nicht nur das, sondern hier wirkt Pluto. Und Pluto ist die Kraft,
das, was das Leben erhalten bleibt. Die Jahreszeiten, die Kreislauf des Lebens, die Regeneration, die Zellenerneuerungen und auch Sexualität. Sexualität braucht man auch, das Leben erhalten bleiben. Das ist alles Pluto und du hast einen Bezug zum Pluto-Energie, weil Pluto herrscht über die Skorpion und das strahlst auch aus, das wirkt auf deine Persönlichkeit. Und Pluto lässt es gar nicht zu, dass irgendetwas an irgendjemand diese Energie raubt und so konzentriert bleibt in diesem Kraft, und das ist die Macht Plutos. Und das sind die Erneuerungsprozesse. Und im achten Lebensbereich lernen wir das. Von allen loslassen, verabschieden, trennen, was Kraft, Energie oder Zeit raubt, was uns stört. Wir müssen nicht von allem verabschieden. Pluto will das auch nicht, sondern das befestigen, was wir brauchen, und alles andere verabschieden. Weil das sind Belastungen oder Stolpersteine in unserem Leben. Und dazu gehören auch Gefühle wie Angst, Zweifel, Schuldgefühl. All das wird hier auch transformiert. Oder wir lernen diese Prozesse in diesem achten Lebensbereich. Und hier hast du die Zwillinge. Und was belehrt die Zwillinge? Wie kannst du deine Energie und deine Gefühle transformieren? Die Zwillinge erzählen uns auch was Wichtiges. Und dazu eine Geschichte aus der klassischen griechischen Mythologie. Leda war eine schöne Königin. Und Zeus, der Himmelsgott, liebte schöne Frauen. Und Zeus verführte Leda. Und sie wurde schwanger. Aber Leda war verheiratet mit dem König von Sparta. Und sie wurde von dem König auch schwanger. Und Leda gebar den Zwillingen. Castor und Pollux. Castor war der Sohn von König, also menschlich und sterblich, und Pollux war der Sohn von Himmelsgott Zeus, also göttlich und unsterblich. Und dann kam die Zeit, wo Castor sterben musste, und Pollux ging zu seinem Vater und bat ihn, er möchte auch sterben, weil er will nicht ohne seinen Halbbruder. Und Zeus hat gesagt, nein, das machen wir nicht. Ich mache euch beide unsterblich und setzte beide im Himmel. Und das sind die beiden Hauptsternen in der gezeichneten Zwillinge. Castor und Pollux. Und das erzählt uns Folgendes. Dass wir eine Seele haben und das ist ein Teil von der göttlichen Schöpfung. Also göttlich, unsterblich. Und das ist der Teil, was Pollux symbolisiert. Aber unsere Seele ist nicht umsonst auf die Erde, sondern hier muss die Seele was erledigen und wählt einen Schicksalsweg aus. Und das ist begrenzt, weil das hat einen Anfang, das ist unserem Geburt, hat aber ein Ende, das ist unserem Tod. Und dann endet sich unserem Schicksalsweg. Aber die Seele, das bleibt. Und dieser Teil, dieser Schicksalsweg, dieser Mensch zu sein, dieser menschlichen Weg zum Gehen, das ist Castor. Und die Zwillinge zeigen die Verbindung zu unserer Seele. Und wenn wir das entdecken in uns, dass wir eine Seele haben und wir können unsere Seele besuchen, jede Zeit,
Wir brauchen nur Ruhe dazu, Rückzug, Meditation, dann spüren wir das alles. Und hier ist die göttliche Funke. Und da haben wir hier einen Brunnen. Und das nennt man Intuition. Und wenn das funktioniert, dieser Brunnen, dann haben wir auch die Inspiration und die schöpferische Kraft. Und gleichzeitig sind wir mit Gott verbunden, mit Liebe. Und die Liebe kennt kein Raum und Zeit. Also wir spüren sofort dieses Göttliche. Der neunte Lebensbereich hat mit Reisen etwas zu tun, mit Ausland, Auslandskontakte, aber auch innere Reise. Und hier ist auch die Spiritualität. Und Krebs hat mit Geburt was zu tun, auch Wasserelement, das ist das Geburtswasser und die Feinfühligkeit, das hat Krebs, was Mütterliches in sich. Und die Krebs hat dieses Feingefühl, verspüren, wann ist der richtige Zeitpunkt, etwas geboren werden und wo sollte es geboren werden. Und wenn man intuitiv ist, dann spürt man mit dieser Krebsenergie den richtigen Augenblick im richtigen Ort zu sein. Und dieses Feingefühl haben die Krebsgeborenen. Oder du erlebst jetzt hier im neunten Lebensbereich. Und Krebs hat auch mit unserem Zuhause was zu tun. Die Suche nach ein Heim, verheimatet sein. Und das hast du im Ausland. Also du hast da einen Bezug zum Ausland, wo du dich wohlfühlst. Kann auch bedeuten, ein zweiter Wohnsitz. Oder dass die Partner aus Ausland kommt und hast diese familiäre Verbindung. Außerdem ist das auch die innere Reise. Und da brauchst du auch einen Raum zu deiner Seele. Und das ist wie ein innerer Tempel. Und das ist schon die Meditation. Krebs, dieser Rückzug immer wieder diese meditative Haltung sein. Jetzt sind wir im Krone des Horoskopes. Das ist das Spitze des Horoskopes und zeigt erstens, wie erreichen wir unsere Ziele. Zweitens, wie bekommen wir Anerkennung und Respekt. Drittens, wo liegt unsere Berufung. Und hier hast du die Löwe. Und du hast dieses Bedürfnis nach Anerkennung und Respekt. Und möchtest auch im Mittelpunkt sein, auch beruflich. Und das kann auch Medien sein oder in die Öffentlichkeit zu sein, wie zum Beispiel Vorträge halten oder etwas veröffentlichen. Die elfte Lebensbereich sind die Hoffnungen und Wünsche und auch Freundschaften. Und wir sollen Freundschaft schließen mit unseren Träumen, unseren Sehnsüchten. Hier hast du die Jungfrau und das bedeutet, wenn das um deine Wünsche geht, dann bist du sehr bescheiden und das untersuchst du ganz genau, ist das nur eine Träumerei oder tatsächlich kann das zum Erfüllung gehen, dann bist du ein bisschen kritisch und analytisch. Was die Freundschaften betrifft, das untersuchst du auch ganz genau, mit du Freundschaften schließt, weil du trennst Spreu von Weizen. Die zwölfte Lebensbereich hat mit Geheimnissen was zu tun, die tiefe Geheimnisse des Lebens zu erkennen und auch alles, was geheimnisvoll ist. Putin hat sehr viele Planeten im zwölften Lebensbereich, war auch im Geheimdienst. Also sogar da ist eine Verbindung. Also die Geheimnisse, alle Geheimnisse liegen hier, auch karmischen Themen, und auch geheime Feinde. Und hier hast du die Waage. Und das ist ein Hinweis auf eine karmische Liebe. Und dieser zwölfte Lebensbereich bedeutet auch Rückzug. Du brauchst immer wieder Rückzug, zur Ruhe kommen. So bleibst du im inneren Gleichgewicht. Sonne befindet sich bei dir in der Tierkreiszeichen Skorpion.
Mond befindet sich in der Tierkreiszeichen Fische. Beide ist im Wasserelement, entsteht zwischen Sonne und Mond eine gewisse Harmonie und das zeigt deine inneren Harmonie und auch deine Feinfühligkeit. Wasser hat mit Gefühlen was zu tun. Mars ist im Schütze und das bedeutet, dass du deine Kraft einsetzt, damit du Wertschätzung bekommst oder für Werte, was für dich wertvoll ist, dass du das auch im Besitz nehmen kannst. Mars ist auch der Mann, weil das ist männliche Energie, der Mann. Und das ist für dich wichtig, dass von diesem Mann du Wertschätzung bekommst und vielleicht sogar finanzielle Unterstützung. Dieser Mann hat einen Bezug zum Ausland und vielleicht sogar zum Sport, weil Schütze zeigt Bewegung, schnelle Autos, Reisen und Sport. Und so könnte ich diesen Mann beschreiben, liebt Reisen, liebt die Bewegung und auch Sport. Merkur ist rückläufig im Horoskop und das hat mit Vergangenheit was zu tun. Und zeigt oft karmische Themen. Merkur ist im Skorpion und gehört auch zu deiner Persönlichkeit. Und Merkur herrscht über Kinder und Jugend für diese Zeit und das verleiht dir eine jugendliche Aussehen. Auch im späteren Alter wirst du immer jünger aussehen, als du bist. Und Intelligenz natürlich auch. Aber diese Rückläufigkeit zeigt auch Erinnerungen auf die Kindheit und Jugend und deine Persönlichkeit war nicht wirklich wahrgenommen oder warst du klein gehalten oder warst du übersehen. Das sind schon Erinnerungen von Kindheit. Jupiter ist auch rückläufig im Horoskop und befindet sich im Tierkreiszeichen Zwillinge. Und hier hast du die Transformation, mit deinen Größen bewusst zu sein. Und das bringt dir auch Glück. Jupiter ist auch rückläufig, hat auch mit Vergangenheit was zu tun. Jetzt betrachte die dritte Lebensbereich, wo du die Erinnerungen hast in Schulzeit. Und Steinbock zeigt, wie schwierig das war. Das könnte für dich bedeuten, dass für dich zu anstrengend war oder zu streng. Und du hast das nicht wirklich genießen können. Und könnte das sogar dazu führen, dass du das Wissen immer gehabt hast, aber entweder war das nicht wahrgenommen und du hast das nicht getraut, zum zeigen, was du kannst, was du weißt. Weil diese Rückläufigkeit von Merkur, und Merkur ist das praktische Wissen, das bremst dich. Natürlich hast du auch da karmische Erinnerungen, Themen und Vergangenheit, aber das bremst. Und Jupiter ist die Weisheit, eine höhere Bildung, ein höheres Wissen, ist auch rückläufig. Und Steinbock, diese Einschränkungen, kann natürlich auch bedeuten, eine gewisse Schüchternheit oder Angst zum Versagen und du hast das nicht getraut zum Zeigen oder war das für dich zu streng, dass du da keinen wirklich Spaß gehabt hast in dieser Zeit zum Lernen und auch keinen Bock dazu und dein Wissen wurde definitiv übersehen. Es sind aber deine Werte, weil du bist eine sehr intelligente, kluge und weise Frau und das kommt im Erwachsenenalter in Vorschein. Und wenn du entdeckst, das ist eigentlich was in Kindheit übersehen wurde,
Genau, das ist dein Talent und deine Fähigkeit. Und da würde ich sagen, die Wissen zum Vermitteln und in Öffentlichkeit bringen. Entweder durch Vorträge oder Bücher schreiben. Und dann kannst du die Jupiter-Energie, was auch mit Wissen, was ein tiefes Wissen, Jupiter zeigt tiefes Wissen und das im Zwillinge. Und Zwillinge haben auch mit Wissen was zu tun, weil über die Tierkreiszeichen eine Zwilling herrscht Merkur. Also da kommt auch die Intelligenz in Vorschein, das Wissen. Und das von die Schattenseite raus und in Öffentlichkeit zeigen, präsentieren. Venus ist die Liebesplanet und eine weibliche Energie und zeigt uns Frauen. Und das hast du in Tierkreiszeichen Steinbock. Das kann bedeuten, im Schulzeit, dass du auf irgendwas gehänselt wurdest. Und das war für dich schwierig. Und wie kommt deine Weiblichkeit in Vorschein? Die Steinbock-Energie zeigt deine Einstellung zum Liebe. Und das ist diese Ernsthaftigkeit. Und du wirst als Frau auch ernst genommen. Und dazu kommt noch diese geheimnisvolle, erotische Skorpion dazu. Und das ist eine sehr interessante Mischung. Aber das wirst du nicht im jungen Jahren leben, sondern mehr im Erwachsenenalter, mehr in zweiter Lebenshälfte. Weil dann kannst du damit anderes umgehen. Oder hast du dieses Selbstbewusstsein. Und das, was du lernst, im dritten Lebensbereich lernt man etwas. Venus natürlich nicht nur die Weiblichkeit und die Liebe, sondern auch Kunst und Kreativität. Und das wäre ein Bereich, wo du das vermitteln kannst, dieses Wissen oder das noch lernen als Erwachsene und dich beruflich verwirklichen. Und hier im dritten Lebensbereich ist auch Medien. Und dann kommst näher zur Öffentlichkeit. Saturn ist der Planet der Schicksal und hütet den Karma. Und in jungen Jahren schränkt uns ein bisschen ein und belehrt uns im zweiten Lebenshälfte, sorgt dafür, dass Stabilität, Struktur kommt, dass es etwas befestigt wird und gibt uns Halt im Leben. Saturn ist im Wassermann. Und das ist auch sehr interessant. Saturn herrscht über die Tierkreiszeichen Steinbock und herrscht aber auch über die Tierkreiszeichen Wassermann. Wassermann hat zwei Herrscher, Saturn und Uranus. Uranus liebt das Moderne, das Zeitvorausdenkende und bricht alte Gewohnheiten, bricht alte Muster. Und Saturn hütet das Altes, bewahrt das Traditionen, liebt auch Antiquitäten, das Altes. Und hier kommt bei dir eine Mischung, das Moderne und das Alte. Und wenn das um Gefühle geht, hier löst sich einiges auf alte Muster von Kindheit. Aber wenn das um Einrichtung geht, dann diese moderne Möbel, was die Wassermann, die Uranus-Energie auslöst, dann kommt das Alteste zu Antiquitäten. Das wäre eine interessante Mischung bei Einrichtung, was auch nicht nur dein eigenes Zuhause betrifft, sondern du kannst es auch als Berufung leben. Innenarchitektur zum Beispiel. Uranus bringt Umbrüche und Veränderungen. Uranus ist im Löwe. Da kommen bei dir ungewöhnliche Ereignisse, außergewöhnliche
Begegnungen, eine außergewöhnliche Berufung, und diese Umbrüche würdest du auch erleben. Neptun lässt die Träume leben und zeigt auch die Kreativität und das hier im Waage. Und das ist wirklich dein Schönheitssinn, deine Kreativität, deine künstlerische Begabung. Pluto zeigt die Kraft. Und Pluto hat ein Motto: alles oder nichts. Setzt alles auf eins. Und das heißt hier, im Löwen. Und das ist auch dein Macht, deine Berufung leben. In indischen Astrologie gibt es auch Mondhäuser. Dazu erzähle ich die mythologische Geschichte aus der indischen Mythologie. Chandra ist der Mond und er verliebt sich an eine junge, hübsche, unschuldige Frau. Sie heißt Rohini und symbolisiert die Morgenröte. Der Mond verliebt sich an Rohini und macht einen Heiratsantrag. Und der zukünftige Schwiegervater sagt dann zu ihm: Naja gut, du darfst meine Tochter heiraten, aber du musst ihre Geschwister auch heiraten. Und der Mond heiratete alle 27 Frauen, alle Geschwister. Die Lieblingsfrau war natürlich Rohini. Und jeden Tag besucht eine von seinen Frauen, und das symbolisiert die Tagesbewegung des Mondes. Und so ist die 12 Tierkreiszeichen unterteilt. Und jetzt schauen wir die Mondhäuser an. Dein Aszendent ist Skorpion und befindet sich in einem Mondhaus, und das heißt Anuradha. Anuradha bringt Glück. Also du bist mit diesem Glück geboren, einen glücklichen Lebensweg zu gehen. Die indischen Astrologen sagen dazu, Anuradha bedeutet auf Elefanten reiten. Und das Elefant war ein Symbol für Glück, aber auch Wohlstand. Und nicht nur das wirkt hier bei diesem Mondhaus, sondern Akrab. Und dieser Stern Akrab befindet sich in Tierkreiszeichen Skorpion oberhalb von Auge. Und die indischen Astrologen sagen, dieser Stern ist die dritte Auge und das ist die hellsichtige Fähigkeit. Sonne befindet sich in Skorpion, aber in anderen Mondhaus. Und dieser Mondhaus heißt Ishtar. Und das war die älteste Frau von diesen 27 Frauen. War aber keine alte Frau, sondern war weise und hat Respekt bekommen. Und das gehört zu deiner Persönlichkeit, das vermitteln. Du brauchst diese Auftreten und das auch Verlangen von anderen, diese Respekt und Ansehen. Mond befindet sich in Tierkreiszeichen Fischen und dieser Mondhaus heißt Uttarapadra und das heißt reinigen die Gedanken und reinigen die Gefühle. Positiv denken, angstfrei leben bedeutet das und es gibt hier ein Gesetz, nehmen und geben im Gleichgewicht halten. Mit anderen Worten, auch mal großzügig zu sein oder Respekt geben anderen gegenüber oder entgegenkommen, aber das darf nicht einseitig sein, so wir dürfen uns nicht ausnützen lassen. Mars befindet sich im Schütze. Dieser Mondhaus heißt Purvashada und das heißt Selbstsein. Und die Fokus in dein Leben sind deine Wünsche und deine Bedürfnisse. Und darum sollst du kümmern. Und das ist für mich im Zusammenhang mit diesem Geben und Nehmen, das war das Problem im früheren Leben oder in Kindheit, dass du übersehen warst, du hast was nichts getraut oder andere haben dich ausgenützt
Und hier mit dieser Mars-Energie hier im Schütze zeigst dein Kraft, Mars ist deine Kraft, und setzt das in Bewegung und lebst deine Wünsche und deine Bedürfnisse diesmal, und dass du das nicht zulässt, dass andere dich ausnützen, auch finanziell ausnützen. Merkur ist rückläufig, befindet sich im Skorpion, und dieser Mondhaus heißt Jeschta, das ist das älteste Frau des Mondes, und bekommt Respekt und Ansehen, eine weise Frau. Und Merkur ist das Wissen, und das ist deine Persönlichkeit. Du bist eine sehr, sehr weise Frau, und du hast dieses altes Wissen. Jupiter ist rückläufig in Zwillinge. Mruga heißt dieser Mondhaus, und übersetzt heißt die Suche nach etwas. Nach was? Jupiter ist die Weisheit. Das Wissen, dieses altes Wissen. Und die achte Lebensbereich hat auch mit Tod was zu tun. Dieses Wissen ist aber da von früheren Leben. Und das, was deine Seele sucht, dieses altes Wissen, diese Weisheit in dir, das ist diese Suche. Venus befindet sich im Steinbock, und dieser Mondhaus heißt Uttarakshada und heißt höheren Wünschen, Vorstellungen, einer höheren Selbst. Das, was die Zwillinge auch vermitteln, das ist die Transformation bei dir, ein höheren Selbstbewusstsein, und dazu dein Venus stehen. Und das ist deine Weiblichkeit, aber auch deine künstlerische Begabung. Saturn befindet sich im Wassermann, hier im Wassermann, und dieser Mondhaus heißt Shatabisha. Shatabisha bedeutet übersetzt 100 Angst oder 100 Glück. Ja, wie hängt das zusammen? Eigentlich in diesem Bereich, wo die Wassermann ist, dieser Mondhaus, in diesem Bereich sind so viele Glückssterne. Aber wenn man Angst hat, dann blockiert man das. Und erst die Angst loslassen, die Gefühle transformieren, und dann ist auch das Glück da. Und das gibt dir die Kraft, die Basis, die Fundament in dein Leben. Aber das erreichst du, wenn du die Ängste überwunden hast. Uranus ist im Tierkreiszeichen Löwe, und dieser Mondhaus heißt Purva Palguna und vermittelt, was war zuvor. Es war etwas früher oder im früheren Leben. Das muss aber alles reifen lassen. Es braucht auch Zeit, und dann kommt auch die Vollendung. Pluto ist auch im selben Mondhaus, und du lebst deine Berufung. Das heißt, das sind karmische Erinnerungen, Talente, Fähigkeiten und ein Bereich, was du schon im früheren Leben schon gemacht hast. Und das kehrt wieder zurück, und dann muss das vollenden, aber das muss noch reifen lassen. Neptun ist im Tierkreiszeichen Waage, hier, und dieser Mondhaus heißt Vishaka, und Vishaka ist eine Feuergöttin und hütet den Tempelfeuer. Wenn das auf uns übersetzen, dann heißt das unserem inneren Feuer, und das heißt die Begeisterung, Feuer und Flamme zu sein von etwas. Aber Vishaka verbrennt alles, was im Weg steht. Und was sollen wir verbrennen in unserem Inneren? Die negativen Gefühle, weil das blockiert immer. Und dann entdecken wir diesen inneren Tempel mit diesem inneren Feuer. Und das ist auch die Wärme, die Herzenswärme. Und diese Flamme, das brennt. Und das darf auch nicht erlöscht werden, weil das ist unsere Begeisterung. Und dann kannst du deine Träume leben. Rahu und Ketu bilden sich zusammen eine Drache, aber die sind getrennt. Diese Drachefigur erscheint überall in Mythologie, gibt es auch Sternbild Drache, und das symbolisiert die Angst, und der Drachentöter bekämpft diese Angst, und es ist schon unsere Lebensaufgabe, weil mit Angst geht nichts voran. Also das ist schon wichtig, ein sehr wichtiges Thema. Und dann
die beiden Teile miteinander vereinen. Es gibt den Drachenkörper und das nennt man Ketu und das symbolisiert die Vergangenheit. All das, was wir in früheren Leben erlebt haben. Die Seele kennt das. Und diese Ketu hast du im Tierkreiszeichen Skorpion hier im Mondhaus Anuradha. Und das heißt, in früheren Leben hast du auch die Möglichkeit gehabt, im Wohlstand zu leben, ein glückliches Lebensweg zu leben. Es war alles da, Anuradha, Anuradha, auch deine hellsichtige Fähigkeit, deine Weisheit. Es wurde dir gegeben, von Gott gegeben. Das ist dein Potenzial, aber du hast das nicht verwirklicht. Warum? Wegen Angst. Du hast es nicht zugetraut, die Angst, das, was hier diese Shatabisha auch zeigt. Und jetzt diesmal wiederholt sich vieles in dein Leben und deine Seele macht diese Seelenreise. Und die Aufgabe ist, diese Angst auflösen und deine Persönlichkeit leben und dieses Wissen in die Öffentlichkeit. Und das kann auch Medien sein oder im Mittelpunkt zu sein, Vorträge zu halten, Bücher zu veröffentlichen, dieses Wissen zeigen. Und das ist hier die Ketu-Thema. Und Rahu ist der Drachenkopf und die Seele sucht das. Die Seele weiß gar nicht, wo das versteckt ist. Irgendwo ist versteckt. Und die Seele sagt, wo ist der Drachenkopf? Und im Horoskop zeigt sich das schon an. Das, was die Seele braucht, das befreit auch. Und Rahu hast du hier im Tierkreiszeichen Stier. Und das bedeutet Partnerschaft. Das, was deine Seele befreit, was du lebst, was du brauchst auch. Und dieser Mondhaus heißt Rohini. Die große Liebe des Mondes, die Morgenröte. Und es gibt einen Mann, der sucht dich, weil du bist seine große Liebe. Jetzt die Verbindungen. Sonne und dieser rückläufige Merkur bilden eine sogenannte Konjunktion. Und das bedeutet, die wirken zusammen, weil sie treffen sich. Das hat einen großen Vorteil, dass du dein Wissen in die Öffentlichkeit bringen kannst. Machst du sichtbar. Das ist die Sonnenkraft. Außerdem, Sonne zeigt auch Erfolg, dass du damit Erfolg hast. Und Sonne ist die Wahrheit, macht etwas sichtbar, klärt was auf. Und du hast diese wahrheitsliebende Art. Aber wenn sie so eng in Konjunktion sind, nennt man das, dass Merkur verbrannt ist. Weil das ist zu viel Licht und Merkur ist dadurch unsichtbar. Dazu ist noch rückläufig und das bremst auch, zieht die Energie nach innen. Und das ist wichtig, dass du das entdeckst in dir und dass du das sichtbar machst. Dass du Merkur da befreist. Und diese Konjunktion, diese Sonne-Merkur-Konjunktion, steht in einer Spannung mit Saturn. Und diese Saturn-Energie, was eigentlich dein Basis bedeutet und auch die Herkunft, und das hat auch mit deiner Kindheit was zu tun, wurde das an dir nichts anerkannt oder wurde das übersehen. Es wurde nicht gestärkt oder unterstützt, deine Klugheit und dein Wissen. Und das ist jetzt wichtig, das zu erkennen und das Leben. Mond bestrahlt wunderschön Rahu und Ketu und das heißt, du hast ein sehr gutes Karma und du hast die Möglichkeiten, deine Seele zu befreien und ein glückliches Leben zum Leben.
Jupiter steht in einer Quinkungsverbindung zum Venus. Und das heißt, Jupiter zeigt deine wahre Werte, deine Größe. Und hier ist im Lebensbereich, wo das um Transformation geht. Und Venus ist der Liebesplanet hier. Du als Frau, die Verbindung zwischen den beiden Planeten heißt Quinkungs. Und das kann ich so erklären. Stell dir vor dir ist ein Pendel. Und ich würde fragen, sollst du beschreiben, in welche Richtung wird dieser Pendel ausschlagen? Und du antwortest, ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht links, vielleicht rechts, vielleicht bewegt sich überhaupt nicht und bleibt alles stehen. Dieses Gefühl hast du in deinem Inneren und das beeinflusst die Liebesleben oder dich als Frau, wo du sagst, ich weiß es nicht, soll ich vielleicht ein bisschen freizügiger kleiden oder lieber konservativ, ja, was kommt jetzt gut an, ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht, dann weiß ich auch nicht, was erwartet mich in die Liebe. Und diese Unsicherheit sollst du auflösen. Und die Lösung liegt daran, wenn du deine Persönlichkeit lebst, dein Skorpion, und sagst, so bin ich. Und das zeige ich auch. Und das bringst du ins Licht, das ist die Sonne, dein Glanz und Merkur, deine intelligente Art, dein Wissen und auch die Begabung zum Kommunikation. Und Skorpion ist geheimnisvoll dazu und auch erotisch. Und dann lebst du deine Persönlichkeit. Und Skorpion steht mit Steinbock im Einklang, unterstützt deine Venus-Energie. In der Mitte ist eine Karte und das symbolisiert die tibetische Astrologie. Das sind volle Symbole. Hier diese Zahl oben zeigt, wie wichtig das ist für dich, Sicherheit, Stabilität und hast du viel Erinnerungen an die Vergangenheit. Das möchtest du auch klären, wenn das geklärt ist, wenn du davon befreien kannst. Dann kommt die Begeisterung, dieser inneren Feuer, der Leidenschaft und auch die Kraft und die Mut, dann etwas Neues starten, bewegen, aber erst die Vergangenheit abschließen. Dein Wesen zeigt hier in die Mitte dieses Bild und das bedeutet hier das Wasserelement, deinen Gefühlen, deine Intuition, deine Kreativität und diese grüne Farbe steht zum Erdeelement. Das kannst du alles verwirklichen, das gibt dir Sicherheit, Stabilität und Struktur und hier die rote Farbe, die Begeisterung, die Kraft und die Mut, das auch tun. Vergangenheit abschließen. Brauchst dann die inneren Gleichgewicht und inneren Harmonie. Und das zeigt die Waage aber auch. Dann die inneren Reinheit, diese reinigende Prozesse, dass du die Vergangenheit abschließen kannst. Dann spürst du die Feuerelement, die Begeisterung und dann bist du auch aktiv. All das, was dich begeistert. Du bist sehr ernsthaft, sehr klug. Du möchtest auch informiert sein. Du untersuchst auch viele Dinge. Nach außen bist du sehr offen, innerlich eher vorsichtig oder vielleicht sogar schüchtern. Du solltest darauf achten, dass du ein gesundes Selbstwertgefühl hast und Stolz. Das ist für dich auch sehr wichtig. Manchmal bist du ein bisschen eitel. In deinem Eigentum hängst du sehr. Natürlich, das kann bedeuten, dass für dich materielle Dinge auch wichtig, diese finanzielle Sicherheit, Stabilität, aber nicht immer alles festhalten. Das kann auch blockieren. Und liebst Kunst, Musik und willst du in dein Leben keine Risiken eingehen. Und die Zahlen haben auch eine Bedeutung.
Das Glück bringt dir die Zahl 5 im Holzelement. Und das bedeutet, erstmal etwas abschließen. In Form bringen, abschließen. Und wenn das erledigt ist, dann neu orientieren. Aber nicht stürmisch, sondern darauf achten, eine langsame Bewegung, Geduld auch, weil das ist dieses Wachstum. Die Kern der Dinge oder das wichtigste Thema in dein Leben, hier die Zahl 8 mit Metallelement, dass diese Höhen und Tiefen, dieser Hin und Her aufhört, dass das geklärt ist und übergeht in eine fließende Energie, in einen Schwung auch. Und dein Schicksalszahl ist die Zahl 2 im Luftelement. Und das bedeutet Zweisamkeit, Partnerschaft und auch inneren Gleichgewicht. Luftelement, genau hier wie im Waage, auch Luftelement. Das, was dir Leichtigkeit auch gibt. Liebe Damasia, so könnte ich dein Horoskop erklären. Ich bedanke mich für dein Anvertrauen. Ich bedanke mich auch für deine Treue und auch für diesen Auftrag. Ich wünsche dir alles Gute, alles Liebe von Dendera.